Hey da, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einer weiteren Folge Ask Hong, aber diesmal ein bisschen anders. Wieder das ursprüngliche Ask Hong, das mit den, wie gut sind meine Pokémon für mein Level. Ihr wisst, das Thema taugt mir allgemein eher nicht, aber keine Ahnung, woher dieser Trend kam. Hab versucht, es für euch zu machen, aber die Nachrichten sind einfach zu überwältigend, viel zu viele Nachrichten. Und das Thema ist echt nicht top, also ihr wisst, ich spare gerne Staub. Dementsprechend pushe ich wenig, beziehungsweise fast gar nichts. WPs momentan sind vollkommen irrelevant und die sagen auch nichts über dein Level aus und wie gut man ist. Dementsprechend ist dieses Segment vollkommen sinnlos, was ich aber schon öfters gesagt habe. Ich glaube beinahe in jedem Video. Es kommt darauf an, wie viele Macho-Mais man hat, Geowatts und sowas. Aber ich habe es halt trotzdem für euch gemacht, weil das euch echt viel bedeutet hat. Und da haben sich echt viele gefreut, dass ich überhaupt geantwortet habe. Und echt viele wollen und freuen sich, wenn sie ins Video kommen. Aber auf jeden Fall die Nachrichtenmenge in Kombination mit diesem sinnlosen Segment kann so nicht weitergehen. Ich überlege mir noch, was ich damit machen werde und natürlich versuche ich irgendwie alle, die bisher was geschickt haben, trotzdem noch dran kommen zu lassen in dem Video. Ich meine, ihr wollt eh eigentlich nur im Video sein, also ich denke mal nicht, dass die meisten wirklich wissen wollen, ob das gut ist, weil anhand der WP kann man das nicht ausmachen. Und ich muss auch sagen, wir haben gestern ein paar Nachrichten verloren, weil das so viele sind. Also gestern hat eine Freundin von mir, aka meine Managerin, ein paar Fragen beantwortet für mich, weil ich war schon K.O. am Ende, so viele Nachrichten gab es. Und sie hat ein paar Fehler gemacht und wir haben ein paar Nachrichten im Haufen da verloren. Also jeder, der keinen Daumen hoch oder so bekommen hat, tut mir leid. Wir haben, glaube ich, 3 bis 4 Nachrichten komplett verloren. Die wurden weder beantwortet noch abgespeichert. Die wurden einfach nur gesehen, als gesehen markiert, aber dann haben wir sie verloren. Auf jeden Fall beantworte ich jetzt ein paar Fragen, die in den Kommentaren vorgekommen sind und dann, wie gesagt, schauen wir mal, was wir mit den anderen Sachen noch machen. So, erster Kommentar. 4, bei Minute 4. Screenshot mit Tutu App, Spoofer. Sorry, wusste ich nicht, daran sieht man, dass ich überhaupt keine Ahnung von Spoofen habe. Ich erinnere mich noch, ich habe ein paar Kommentare gelesen, irgendeiner von denen war ein Spoofer. Aber daran kann man sehen, dass ich absolut keine Ahnung von Spoofen habe, weil ich nicht mal wusste, was das ist. Ja. Eine Frage von Trainer Tobi, Clash Royale, Ask Hong. Welches legendäre Pokémon würdest du aus der Zapdos pushen? 98 Lavados, 91 Lugia, 91 Arctos. Wenn das deine besten sind und die Vögel jetzt alle weg sind, was sie auch sind, dann auf jeden Fall das Arctos. Weil es nicht so viele Eisangreifer gibt und 91 ist okay. 98 Lavados kann man sich auch überlegen. Guter Feuerangreifer und 98%. Nächste Frage von Max. Level 30 und 96 IV Carpador. Oder Shiny Carpador mit schlechten IV und 93 entwickeln. Also wenn, dann auf jeden Fall Level 30, 96 IV Carpador. Besser geht's gar nicht. Das Problem ist halt, momentan braucht man keinen Gyarados. Der hat keine Verwendung momentan. Dann von Lucky Elias. Hong, soll ich 100% Sandama powern? Hat 1467? Nein, brauchst du nicht. Nächste Frage von Freely. Shiny Pikachu. Sehr schlechte IV. Entwickeln und pushen? Nein. Auf gar keinen Fall. Das ist einfach nur ein Sammlerstück, aber Gyarados hatte früher noch wenigstens eine Verwendung, aber Shiny Raichu echt null Verwendung, nur zum Sammeln, also brauchst du nicht zu pushen. Dann von Olle, sollte ich eher meinen 100% Simsala oder Psyana maxen? Beide sehr gute Psychoangreifer, je nach Geschmack, also mir taugt Simsala mehr. Dann von Noah, was ist mein lieblingslegendäres Pokémon? Zapdos. Und generell Pinsir. Ask Hong von Luki. Kannst du mir sagen, wie ich mein GoPlus mit dem Handy verbinde? Jedes Mal, wenn ich es versuche, kommt Verbindung fehlgeschlagen. Hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich auch nicht. Frag Niantic. So, nächste Frage von Felix. Hab ein Pupita 98, soll ich entwickeln, aber hat nur 300 WP. Schwer zu sagen, kommt drauf an, was du sonst noch zur Auswahl hast. Wenn du sonst keinen anderen Kandidaten hast, kannst du den auf jeden Fall entwickeln, 98. Lohnt sich auf jeden Fall, den hochzuziehen. Frage von Shadow LB. Hong, du hast mal gesagt, du nutzt nur das Ingame-IV-Feature, aber wie konntest du dann für das IV-Battle zum Beispiel 98 etc. rausfinden? Die habe ich extra nur dafür ausgerechnet, sonst benutze ich den nie. Und die Nacht davor, das wollte ich sogar livestreamen, aber ist dann doch zu spät geworden, bin ich zu spät nach Hause gekommen. Bin ich alle Pokémon durchgegangen und habe die IVs gecheckt. Irgend so eine Website, also auf dem Handy mache ich da gar nichts. Das ist mir zu risikoreich dafür, dass man eigentlich gar nichts macht. Echt unnötig, ein Risiko einzugehen, nur um die IVs rauszufinden. Also, mein Tipp: Benutzt keinen IV-Rechner auf dem Handy. Egal wie sicher die sind. Frage von K.
KJKH. Oida Hong hat damals kaum auf IV geachtet und deshalb hat mein erstes Dragon nur 78%. Ist auf 3, 2, 5, 4. Hab es immer, wenn ich vom Level aufgestiegen bin, mitgepusht. Bin Level 35. Frage: Soll ich jetzt weiter pushen, weil es schon so hoch von WP her ist oder nicht mehr? Wegen Kack-IV. Ah, ich würde den nicht mehr weiter pushen, aber wenn du sentimentale Gefühle für den hast und sagst, hey, das ist ein Kollege, den habe ich von unten mit hochgezogen, dann kannst du es auch noch bis zum Ende machen. Er hat's verdient. Wieso nicht? Vom Bordstein zur Skyline. Von Drober. Askong, wo spielst du in München am öftesten, liebsten? Bordeauxplatz, Schloss Oberschleißheim, Pasing. Die drei Hotspots. Askong, was jetzt mit Oberhausen? Fährst du hin oder nicht? Von Joke Place? Ja, jetzt schon. Von Holztisch. Lohnt es sich, ein 89% 1015 WP Georock zu entwickeln? 89 ist jetzt nicht so schlecht. Also, wenn du echt nichts Besseres hast, auf jeden Fall. Geowatts gutes Pokémon. Dann von ElektroBSC, Askong. Welche Pokémon würdest du zum Pushen empfehlen? Hab Sternstaub da, aber weiß nicht genau, was sich zurzeit lohnt. Zurzeit wegen Entei, Wasserhalt oder Gestein. Also Geowatts lohnt sich immer, finde ich. Geowatts, Machomai und Despota. Despota Nummer 1, da kann man eigentlich nie genug haben. Bis Knirscher gegen Mewtwo jetzt demnächst. Bis Steinkante immer gut, also auf jeden Fall Despota. Askong, wie viele Accounts hast du? 2, aber der zweite ist momentan tot, aber mehr dazu demnächst. So, Frage von André. Hi Hong, in welchem Kontinent würdest du gerne für Pokémon Go hingehen? Amerika und danach Asien. So, Frage von Luv Keens. Schreibe schon seit mehreren Wochen in die Kommentare deiner Videos, welche Kamera du hast. GoPro Hero 4. Achso, da benutze ich gerade. Silber. Frage von Kevin. Wurst. 96 Sherox hochpushen. Klar. Frage von KJKH. Er hat, glaube ich, schon eine Frage gestellt, aber egal. Oida Hong, hab ein 87%iges Zapdos. Ist leider mein einziges. Meine Frage, soll ich das pushen? Hab 100 Sonderbonbons und 140k Sternstaub. Bin Level 35. Und würde es dann bis Level 32 oder so pushen? Lohnt sich das? Nein, auf gar keinen Fall. Frage von TiamTV. Askong, ich habe derzeit einen 93% Lavita und 130 Candies. Soll ich das zu einem Despota durchentwickeln oder auf ein gutes Despota warten aus einem Raid und das mit Candies pushen? Da du jetzt eh nur genug hast, um zu entwickeln, ohne zu pushen, würde ich erstmal warten, bis du genug hast zum Entwickeln und Pushen. Und bis dahin kannst du auch Raids machen und vielleicht kriegst du dann aus dem Raid ein besseres. Also auf jeden Fall erstmal warten. Frage von Juli. Oida Hong, ich habe eine Frage. Soll ich einen 89% Gyarados entwickeln? Oder soll ich auf ein besseres warten? PS, habe schon einen 89 auf Max gepusht. Warten. Vor allem, weil Gyarados momentan keine Verwendung hat. Frage von Saubkreis. Yo Hong, habe gestern einen 100% Entei gefangen. Glückwunsch. Pushen oder nicht? Besser geht's ja nicht. Auf jeden Fall kann man unbedingt pushen, wenn man genug Bonbons und Staub hat. Askong, was sind deiner Meinung nach aktuell die besten Verteidiger in Arena? Bis auf Galax und Hyterga. Aquana. Aquana immer noch richtig nervig, gute Defense von Clemens. Askong, was ist meine Favorite Gen? Gen 2. So, das war's mit den Fragen in den Kommentaren. Es gibt natürlich noch andere Fragen auf Instagram, Facebook und Twitter. Also normale Fragen. Und wie gesagt, das mit dem, ist mein Level gut? Ist mein Pokémon gut für mein Level? Und ich sag halt in jedem Video, dass die eigentlich vollkommen sinnlos sind, so. Aber das stört euch nicht, das juckt euch so gar nicht. Ihr wollt halt im Video sein, ist verständlich. Und ich bin halt echt schwach und kann echt nicht Nein sagen zu euch. Weil ihr euch echt so krass freut und das liked und das feiert, obwohl es halt echt komplett sinnlos ist. Und ich würde euch alle nicht enttäuschen, das ist echt traurig. Deswegen echt mal schauen. Also auf der einen Seite, das Segment ist halt komplett richtig Müll. Auf der anderen Seite will ich euch halt nicht enttäuschen. Dementsprechend muss ich mal planen, schauen, was ich mit dem Segment mache. Und ja, mal schauen. Aber ansonsten war es das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Schickt mir gerne eure Nachrichten, eure Fragen, abgesehen von wie gut sind meine Pokémon für mein Level. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.